Hallo, in dem Video möchte ich mal zeigen, was die Blinkcodes bei Canon PIXMA Drucker bedeuten, wo man das erfährt, was sie bedeuten und was man dann im Fehlerfall machen kann. Hier, das ist ein Canon Drucker, bei dem nach dem Einschalten das orangene Licht fünfmal hintereinander blinkt. Die meisten Canon Drucker haben eine grüne LED hier oben, die leuchtet, wenn der Drucker eingeschaltet ist, also wenn er Strom bekommt. Und die haben hier nochmal eine zweite LED, die kann orange blinken. Entweder wenn er Daten bekommt oder im Fehlerfall. Hier ist es jetzt ein Fehler, der angezeigt wird direkt beim Einschalten. Und über die Anzahl der Blinksignale kann man dann herausfinden, was der Drucker jetzt genau bemängelt. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier blinkt er fünfmal und zeigt also eben diesen Fehler an. Und den kann man jetzt nachschlagen, entweder im Handbuch oder dann im Internet auf der Seite von Canon. Die Firma Canon hat im Internet eine Liste mit diesen Fehlercodes auf deren Seite. Findet man am einfachsten, indem man bei Google oben eintippt Canon PIXMA Fehlercode. Und dann kriegt man da einige Vorschläge, zum Beispiel. Hier als allererstes hat man hier Canon.de Support Products PIXMA Error Codes und da klickt man dann drauf. Das ist jetzt die Seite. Das ist eine ziemlich große Seite und wenn man hier runterscrollt, sieht man verschiedene Fehlercodes für PIXMA-Geräte: 1000, 1001, 1002. Diese Zahlen sind jetzt nicht die Nummer von dem Drucker oder von dem Gerät, sondern das ist die Nummer des Fehlers. Die Fehlernummer wird entweder angezeigt auf dem Bildschirm oder auf dem Display vom Drucker, wenn der eins hat, oder wird wiedergegeben als Blinkcode. Und da muss man jetzt ein bisschen runterscrollen hier. Da bei dem Fehler 1001 zum Beispiel sagt der orangefarbenes Licht blinkt zweimal. Das ist bei uns nicht der Fall. Da hätte er hier jetzt zum Beispiel ein Problem mit dem DVD-Fach. Hier ist es jetzt fünfmal bei dem Gerät und dann scrollt man weiter runter. Das war jetzt zweifach nach wie vor. Dann haben wir jetzt hier Licht blinkt dreimal. Dann hat er ein Problem mit der Klappe. Es können auch verschiedene Probleme sein. Also wenn das Licht dreimal blinkt, können bei verschiedenen Geräten verschiedene Fehler auftreten. Da haben wir eins mit zehnmal sogar. Beidseitiger Druck nicht möglich. Und hier war es fünfmal und da ist jetzt hier die Fehlermeldung 1401. Orangefarbenes Licht blinkt fünfmal. Der Druckkopf wurde nicht oder nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Das wäre möglich. Oder hier 1403 auch gleiches Symptom, fünfmal blinken. Temperatursensor des Druckkopfs ist wahrscheinlich defekt. Oder hier gibt es nochmal Fehler 1405. Orangefarbenes Licht blinkt fünfmal. Fehlerhafte Druckkopfdaten. Also in unserem Fall liegt ein Problem mit dem Druckkopf vor. Bei dem Gerät bemängelt er also den Druckkopf. Möglicherweise ist er defekt oder liefert nicht richtig Daten oder wurde zu heiß. Das Gerät ist natürlich ganz neu eingeschaltet, wurde auch vorher nicht gedruckt mit. Da kann man den Kopf dann herausnehmen und könnte den dann tauschen. So ein Kopf kostet allerdings meistens mehr als der Drucker. Ob sich das lohnt, ist dann eher fraglich. Also in dem Fall kann man sagen, ist das Gerät eigentlich so nicht mehr instand zu setzen. Wenn man also ein Problem hat mit seinem Canon-Drucker, mit seinem Canon PIXMA und das orangene Licht blinkt, einfach merken, wie oft es blinkt, dann auf die Seite gehen von Canon und kann sich dann die Fehler oder den Fehler dann raussuchen. Und kann dann entscheiden, ob es sich lohnt, das zu reparieren oder auch nicht.